Fitness Diaries. Deutschlands bekannteste Influencer geben euch exklusive Einblicke in ihren Lifestyle. Hallöchen. Hey, meine Lieben. Ich bin die Catherine Schulze. Adrienne Collison. Jessica Paschka. Sophia Thiel. Ich bin Anja. Fitness Diaries ist ein ganz privates Tagebuch. So privat habe ich mich noch nie gezeigt. Jetzt bei Fitness Diaries. Catherine präsentiert uns ihren neuen Freund. Doch trotz rosaroter Brille macht sie sich Sorgen um ihre Schwester. Sophia versucht sich heimlich in einen ihrer eigenen Enjoy-Kurse zu schleichen. Ich bin echt nervös. Oh mein Gott, warum? Anja wandelt auf neuen Pfaden. Jessica stellt ihren Allerwertesten und teilt ihr Erfolgsrezept in ihrem Übungsbuch Perfect Booty Guide. Ich flipp aus. Und Adrienne gibt alles bei Dreharbeiten zu ihrem ersten eigenen Fitnessprogramm. Endlich ist es soweit. Heute steht in Berlin für Adrienne und Mr. K der große Programmdreh mit Gimondo und der MH Plus Krankenkasse an. Ich bin aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ich bin extrem aufgeregt. Im Herzen von Berlin ist bereits alles vorbereitet. Hallo. Hallo. Gott, ist das kalt hier. Das sind jetzt hier unsere Outfits für den heutigen Dreh. Das ist für Steven. Das ist für mich und das ist für Mariana. Halten wir fest, Mariana und ich, wir sind aufgeregt. Wir haben unser Ernährungsprogramm nicht so durchgezogen, aber das ist auch nicht schlimm. Neben Mariana von der MH Plus Krankenkasse nimmt auch Steven, der sonst nur hinter der Kamera steht, einen Part in Adriennes CrossFit-basiertem Trainingsprogramm ein. In der Vergangenheit sind ganz, ganz viele Follower oder meine Community auf mich zugekommen. Adrienne, wie trainierst du? Die wollten halt wissen, erstellst du Trainingspläne? Kannst du uns irgendwie helfen? Und ich war einfach da echt nicht imstande, irgendwas qualitativ Hochwertiges zu liefern. Und deshalb bin ich irgendwie richtig dankbar, dass ich mit Gimondo diese Zusammenarbeit habe, da Gimondo ja einfach das größte Online-Fitnessstudio ist, was ich kenne. Und ich bin da auch richtig, richtig stolz drauf. Cross und Fit bei Adrienne beinhaltet Grundübungen, die jeder mitmachen kann. Mariana zeigt die leichten, Adrienne die mittleren und Steven die schweren Varianten des neuesten Gimondo-Trainingsprogramms. Nach dem erfolgreichen Dreh haben sich Adrienne und Mariana eine Pause verdient. Wie lief denn deine Vorbereitung? Ja, meine Vorbereitung lief eigentlich, muss ich sagen, was den Sportpart betrifft, sehr gut. Ich habe mit Gimondo trainiert, weil ich ja immer plus versichert bin, kann ich es halt kostenlos nutzen. Und es hat mir halt total viel geholfen, weil ich halt von zu Hause aus trainieren konnte. Ich war dann mal ein Wochenende weg, konnte trainieren übers Tablet. Und im Endeffekt war das eine super Vorbereitung. Deshalb liebe ich echt Gimondo. So richtig genial. Und dann noch in der Kombination mit der Krankenkasse. Ich finde es richtig gut, dass Mitglieder die Möglichkeit haben, das einfach gratis zu nutzen. Das ist ja so ein riesen Online-Fitnessstudio. Man kann ja von überall mit dieser Matte hier oder mit einer Matte einfach los. Oder mit einem Handtuch oder einem Teppich. Muss sich eine Fitnessbloggerin denn überhaupt vorbereiten? Oder? Um Gottes Willen. Also ich liebe ja den Sport. Ich mache jeden Tag Sport. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Herausforderung gewesen. Ich musste ja Text ansagen, ich musste mitzählen und irgendwie motivieren und habe parallel dazu einfach nur gekeucht. Du arbeitest ja bei der MH Plus. Genau. Ich stelle mir das unglaublich langweilig vor. Was machst du dort? Wir
sind nicht nur eine Krankenkasse, die sich um die Kranken kümmert, ja, sondern im Endeffekt wollen wir ja gar nicht, dass die Menschen in einen Krankenzustand kommen und machen deshalb so tolle Programme wie jetzt zum Beispiel mit Gemondo und motivieren die Menschen dann quasi zu mehr Bewegung und zu einer gesünderen Ernährung, vernünftig sich gesundheitsbewusst im Endeffekt zu verhalten. Und gibt es noch irgendwas anderes für ambitionierte Sportler? Zum Beispiel bezuschussen wir die sportmedizinische Untersuchung, wenn ihr das was sagt. Leute können dann diesen Test machen und können dann ihren Fitnesslevel rausfinden. Wir belohnen dann noch auch für einen gesundheitsbewussten, also sprich sportlich gesunden Lebensstil mit unserem Gesundheitsbonus, den wir dann quasi auszahlen. Richtig gut. Wollen wir einfach mal die Community aufrufen? Herzlich willkommen heute hier mit der lieben Mariana von der MH+. Wir müssen euch was richtig Cooles bekannt geben. Also zum einen, es gibt jetzt ein neues Sportprogramm, nennt sich Cross and Shape. Und wo gibt's das gratis? Bei der MH+. Und wenn ihr jetzt zur MH+ wechselt, dann könnt ihr unser Programm Cross and Shape bei Adrienne kostenlos nutzen. Ganz genau. Bei Sophia ist noch längst keine Pause in Sicht. Dafür hat der frisch angebrochene Tag Überraschungen im Gepäck. Guten Morgen zusammen hier aus München vom Flughafen. Ich bin heute unterwegs mit Ercan. Wir haben heute was ganz Besonderes vor und zwar fliegen wir heute nach Köln, denn ich möchte heute einen Teil meiner Community, so ein paar Leute, möchte ich in einem Interstudio in Köln überraschen. Ich hoffe natürlich, dass sie noch keine Ahnung haben. Ich werde keine Instagram-Story machen, damit sie nicht wissen, wo ich bin und was ich vorhabe. Und da freue ich mich schon mega drauf. Wir werden heute einen schönen gemeinsamen Tag in Köln verbringen. Während Sophia und Ercan in den Flieger steigen, sind Sophias Fans in Köln schon stark klar für ihr Workout. Noch ahnt keine von ihnen, dass ihr Vorbild gleich mit ihnen trainieren wird. Ja, richtig cool, dass das Ganze heute so spontan ist. Ich hoffe natürlich, dass keiner wieder von uns gekommen hat. Und jetzt freue ich mich auch schon richtig viele Leute zu sehen. Auch bei Jessica beginnt der Tag früh und mit viel Vorfreude. Einen wunderschönen guten Morgen aus meinem Badezimmer in Essen. Ich habe mich schon leicht geschminkt, es ist Freitagmorgen 5.15 Uhr. Hilfe. Ja, jedenfalls geht's nach Berlin. Es wird ein toller, aufregender Tag. Es geht um mein eigenes Fitnessprogramm, Po-Programm. Seit 2 Monaten arbeitet Jessica mit Hilfe von Personal Trainer André intensiv an Fitness und Figur. Im Fokus der Allerwerteste. Der ist nämlich ganz schön flach geworden, der Popo. Also stellt Jessie wochenlang ihre Gesäßmuskulatur für ihr Perfect Booty Programm. Die effektivsten Po-Übungen für sichtbare Ergebnisse gibt Jessie in einem kleinen Trainingshandbuch an ihre Follower weiter. Und heute werden die Fotos für Jessicas Perfect Booty Guide geschossen. Das ist meine Location hier. Und da werde ich mich gleich regeln. Wow! Das ist immer schön. Also bei so einem Licht zu shooten, das ist die halbe Miete. Ich habe richtig Bock. Ich könnte jetzt anfangen zu trainieren, ne? Wirklich. Und trainieren darf Jessica dann wirklich. Denn hier sind nicht nur Posen und Smile gefragt. Das erste haben wir schon mal durch. Ich liebe wirklich unendlich meinen Job und es macht einfach Spaß, mit so tollen Menschen zu arbeiten, tolle Location, alles ist toll. Und deswegen machen wir direkt mit dieser Motivation weiter. Foto für Foto entsteht die Step-by-Step-Anleitung für Jessicas Booty Guide. Ich bin so stolz auf meinen eigenen, auf meinen eigenen kleinen Booty Guide. Das wird ganz, ganz toll. Ich freue mich und ich bin mega mäßig stolz drauf. Shape Republic Fitness Food. Du willst easy und unkompliziert abnehmen, weniger Kohlenhydrate und trotzdem genießen? Oder den Protein-Fitness-Boost für deine Traumfigur? Dann entdecke die Vielfalt unserer Produkte sowie Rezepte, Workout-Tipps und mehr auf shape-republic.com. Ein wundervoller Tag geht zu Ende. Jetzt geht's zum Parkhaus, Ticket zahlen und ab nach Hause. Jetzt muss ich nur noch meinen Wagen finden und dann ist alles gut. Ich
habe es abfotografiert und hier steht der Wagen. Ich bin wirklich ein Tollpatsch. Ich bin echt glücklich, dass mich gerade niemand gesehen hat. Es ist passiert, dass ich zu einem anderen Wagen gelaufen bin. Also der hatte zwar die gleichen Felgen wie ich, aber der hatte 4 Türen. Aber der sah schon ähnlich aus. Finde ich schon. Anscheinend bin ich sehr müde. In Berlin hingegen täuscht Catherine keine Müdigkeit vor. Heute bin ich extra ein bisschen früher aufgestanden, weil ich langsam Kisten packen muss. Ja, ich wollte ursprünglich nach Essen ziehen, aber bleib jetzt aus privaten und familiären Gründen doch in Berlin. Einer der Gründe, warum ich auch nicht aus Berlin wegziehe, ist meine Schwester. Charlene, Catherines jüngste Schwester, hat zurzeit Sorgen im Job. Das weckt bei den beiden Älteren den Beschützerinstinkt. Sharon, die mittlere der dreien, unterstützt Catherines Entscheidung, bei Charlene in Berlin zu bleiben. Ich liebe die beiden und wir haben ein super gutes Verhältnis. Und darum will Catherine heute ihre Schwester auf andere Gedanken bringen. Beim Gassigehen mit Charlenes 5 Chihuahuas. Und die Hunde. Hallo Schwester. Hallo. Na, wir sind ein bisschen unterschiedlich. Die eine mag Kameras, die andere nicht so sehr. Hilli, sag mal hallo. Hallo. Ja, ja. 2,5 Jahre liegen zwischen den beiden. Meine Schwester und ich, wir haben ja auch so eine Bindung wie eigentlich beste Freundinnen. Damals hätte man es niemals gedacht. Die Zankereien aus Kindertagen sind längst vergessen. Heute zählt der Zusammenhalt. Ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung ist, in Berlin zu bleiben. Weil ihr geht es halt momentan nicht so gut. Und da musste ich halt so ein bisschen abwägen, ob ich mich halt so selbst entwickle oder ob sie sich so ein bisschen, sag ich mal, auf mich verlassen kann. Und ich glaube, das kann jeder verstehen, dass man da sich eher für die Familie entscheidet. Und ja. Ja, ich bin auch sehr froh, dass sie wirklich da hinter mir steht und zu mir hält. Ich hätte sie jetzt auch nicht aufgehalten, ihren Weg zu gehen, weil sie ist ein eigenständiger Mensch. Sie macht ihr Ding und ich bin stolz, was sie schon erreicht hat. Und ich würde mich auch freuen, wenn sie es weiterhin macht. Aber sie hat sich entschieden, hier zu bleiben und dass sie ihren Weg auch hier weitergehen kann. Familie geht eben immer vor. Doch wird Catherine so schnell eine neue Wohnung finden? Anja muss sich nicht mehr auf Wohnungssuche begeben. Ihre Challenge ist eine ganz andere. So, wenn ich erstmal geduscht bin morgens, dann bin ich schon mal zur Hälfte wach. Muss ich jetzt auch werden. Heute wird es ja ein Fitness-Video-Shoot. Also ich werde heute Kunstturnübungen machen müssen. Und ich werde dem Kunstturner Yoga-Übungen zeigen. Für eine PR-Kampagne des Schweizerischen Turnvereins wird Anja heute eine Art Sportleraustausch machen. Turnen trifft auf Yoga. Ich habe aktuell keine Zahnpasta, sondern ich habe diese Zahnputztabletten. Das ist eigentlich ganz cool und es funktioniert super. Es hat ohne Verpackung und ja, ich wollte es mal ausprobieren. Und zwar schmeißt man so eine Tablette einfach in den Mund, kaut ein bisschen darauf rum, lässt sie zergehen und dann mit der nassen Zahnbürste einfach normal die Zähne putzen. Nachhaltiger Lifestyle in nur 3 Minuten. Check. Jetzt fahre ich zur Location, treffe dann dort gleich den Pablo, so heißt der Kunstturner. Ich kenne ihn noch nicht und bin gespannt, was ich heute alles so turnen darf. Gespannt sein darf auch Sophia. Sie wird sich gleich in die erste öffentliche Trainingssession ihres eigenen Kursprogramms schleichen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, da hinten sitzen nämlich auch welche, die jetzt einfach hier so rüber gucken könnten. Also ich habe mal geschaut, wo sie jetzt bei diesem Workout da sitzen, da beim Beckenlift einseitig. Und dann kann ich jetzt eben ab der Hälfte kann ich jetzt mit einsteigen. Wir können loslegen. Bist du bereit? Ja. Okay. Ich bin echt nervös. Oh mein Gott, warum? Sehr gut, ich dachte nicht, die Sendung.
für euch dazu und schnappt mir eine Matte und dann machen wir einfach weiter. Das Trainingsprogramm Muskeln made by Enjoy und Sophia Thiel feiert heute Premiere. Sophias Teilnahme, eine unerwartete Zugabe. Ich habe mich echt mega gefreut. Und erstens, ich wollte einfach mal ins Fitnessstudio. Dann halt noch passend mit dem Programm von Sophia. Und im Hinterkopf habe ich mir gedacht, vielleicht trainiere ich sie auch. Sophias Programm setzt auf Krafttraining statt Diäten und verspricht langfristige Trainingserfolge durch Muskelaufbau. Ich habe dich nur einmal gesehen. Und dann habe ich dir geschrieben und dann richtig Antwort von dir. Und das freut mich. Ja, sehr schön. Ja. Wenn aus Followern Trainingspartner werden, gemeinsames Schwitzen verbindet. Die allererste Trainingseinheit von Sophias Kursprogramm war ein voller Erfolg. Wir sind alle schön verschwitzt und kaputt. Und jetzt machen wir nur ein kleines, so eine kleine Fragestunde, setzen uns zusammen. Und dann können Sie mir alle Fragen stellen zum Training, Ernährung, Motivation, Privates, was Sie gerade wollen. Eine Frage, die im Raum steht, ist: Frauen und Muskeln, passt das zusammen? So, das hört man ja ganz oft, wenn Frauen Muskeln haben, das sieht ja schon so männlich aus. Und ich glaube, das wird halt richtig kacke ankommen, so bei meinen Eltern, die würden sagen, du spinnst doch. Aber das ist ja deine Entscheidung. Endlich, wenn die das sehen, dass es dir Spaß macht, dass es dir Freude bereitet, dann sollten sie eigentlich das befürworten, weil es dir ja besser geht. Oder? Ich denke, die Überraschung ist definitiv geglückt und die Mädchen waren alle so super lieb und so herzlich. Solche Momente hätte ich gern permanent mit der Community, weil man sich da wirklich richtig schön Zeit nehmen kann. Und ja, gerne öfter wieder, würde ich sagen. Eine Überraschung wartet auch auf Adrienne in Berlin. Die steckt gerade mitten im Fotoshooting zu ihrem persönlichen Gmondo-Programm. Heute überrasche ich die Adrienne. Die hat nämlich was zu tun für Gmondo und ist in Berlin. Und da dachte ich mir, da fahre ich einfach mal vorbei und überrasche sie. So, ich gehe jetzt rein. Mal gucken, wie die Adrienne reagiert. Hallihallo. Überrascht dich mal. Ich habe gehört, du bist in Berlin. Ich hatte mal ein bisschen überraschen und gucken, was du hier so treibst und wie es dir so geht. Ich bin völlig im Stress, wirklich. Ja, ja. Ich muss parallel noch Storys hochladen und hier wird gedreht und da wurde gedreht. Und aber hey, endlich ist mal jemand da, der es verstehen kann. Ich weiß, aber hey, sehe ich nicht top aus hier. So, wir gehen hoch, komm, ich zeig dir was, Set. Catherine stärkt ihrer Fitness Diaries Kollegin den Rücken. Also Tag 3 ist geschafft und ich bin unglaublich stolz auf uns alle. Also es ist ja im Prinzip eine Teamleistung. Ich bin erleichtert, dass wir es endlich im Kasten haben. Und wenn ich jetzt ehrlich sein darf, ich habe es mir tatsächlich im Vorfeld ja leichter vorgestellt, als es am Ende war. Doch die Anstrengung hat sich gelohnt. Adriennes Online-Fitness-Programm ist jetzt live auf gmondo.de. Oh mein Gott. Also ich bin echt stolz, ich habe Muskelkater und ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause. Auch Jessica hat ein eigenes Trainingsprogramm entwickelt und endlich ist ihr Perfect Booty Guide fertig. Ich werde aus meinem Booty Guide heute selber trainieren, aber ich bin so stolz drauf, dass ich das endlich in der Hand halte. Ich flippe aus und jetzt gehen wir trainieren. Yeah. Der Guide enthält über 12 Einzelübungen, zusammengestellte Workouts und Trainingswochenpläne. Ganz einfach zum Nachmachen. Für ein straffes Gesäß müssen unterschiedliche Muskelgruppen gestärkt werden, auch die Oberschenkelmuskeln. Die Übung ist für den vorderen Oberschenkel, den Quadrizeps, dem Gesäß hauptsächlich, sonst wäre er nicht im Booty Guide drin. Der hintere Oberschenkel unterstützt. Ihr macht im Prinzip mit den Lunges quasi eine einbeinige Kniebeuge, wenn ihr so möchtet. Jessica liegt es am Herzen, ihr Erfolgsrezept für einen knackigen Po mit ihren Followern zu teilen. Oh Gott, mein Herz pocht gerade.
bin aber ein bisschen nervös. Der Kunstturner Pablo wird mir jetzt dann gleich ein paar Übungen zeigen. Er ist natürlich Profi auf dem Gebiet. Ich habe es ganz ehrlich noch nie gemacht. Und lasst mich mal überraschen, da ist er auch schon. Hi Pablo. Hallo. Was zeigst du mir heute für Übungen? Keine Ahnung, lass dich überraschen. Darf ich mich überraschen lassen? Ja, genau. Pablo Brecker, bin Kunstturner im schweizerischen Nationalkader. Bin Europameister am Rec von 2017 und hoffe, du wirst heute ein bisschen schwitzen. Für eine PR-Kampagne begibt sich Anja auf neues Terrain. Der Schweizerische Turnverein hat sie eingeladen, sich am Barren auszuprobieren. So, Pablo, zeig mir jetzt mal noch, wie es richtig geht. Also ich muss sagen, es ist schon ganz schön anstrengend. Es braucht wirklich viel Kraft in den Armen, in den Schultern. Hatte ich definitiv mal mehr zu meinen Bodybuilding-Zeiten. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie das richtig geht. Pablo, zeig mal was. Wow, krass! Hammer! Yes! Okay, was meinst du, wie lange wird ich brauchen, bis ich das kann? Kriegen wir heute das hin? Nee, vermutlich nicht, was? Heute nicht, aber vielleicht morgen, wenn man die ganze Nacht durchtrainiert. Also gut, ich bleib heute Nacht hier und wir trainieren hier ein bisschen durch. Aber zuerst muss Pablo seine Yoga-Fähigkeiten beweisen. Ich fahre jetzt nach Hause, lass mir glaube ein warmes Bad ein bei dem Wetter. Und für meine Muskeln, die jetzt ein bisschen beansprucht wurden beim Kunstturnen hier. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ja, ist definitiv was ganz anderes als die Sportarten, die ich sonst ausübe. Also Tanzen und Yoga ist meine Welt. Schlussendlich macht jeder das, was er am besten kann. Und man kann gegenseitig voneinander lernen. Das ist doch am schönsten. In Berlin steht Catherine vor ganz anderen Herausforderungen. Sie muss innerhalb von 2 Wochen eine Wohnung finden. Ich war mir eben eine Wohnung anschauen in Berlin. Oh, diese Wohnungssuche ist so, so anstrengend. Aber ich bin nicht ganz auf mich alleine gestellt. Ich habe jemanden, der mich ein bisschen begleitet. Ja, das ist der Marco, das ist mein Freund. Ja, den habe ich während einer Show, die ich gemacht habe, kennengelernt. Und ja, ich habe ja eine eigene Talkshow gehabt und da war ich auf Mallorca und Marco war im Urlaub. Da habe ich ihn am Strand kennengelernt. Ja, erst haben wir uns am Strand gesehen und dann durch eine Freundin von ihr haben wir uns dann kennengelernt. Ich lag am Strand alleine und ja, da ist dann halt einer rumgelaufen, der war richtig groß und braun gebrannt und ein bisschen tätowiert. Dann dachte ich, ach, der sieht ja ganz gut aus. Ich bin ja aus familiären Gründen nicht nach Essen gezogen und dann musste ich das natürlich Marco erstmal irgendwie beichten. Aber letztendlich habe ich gesagt, ja gut, wenn seine Gefühle reichen, dann muss er halt demnächst nach Berlin kommen. Schon mal gemein. Ich bin ja auch offen für alles, also von daher mal sehen, was die Zukunft so bringt. Als sie mir dann mitteilte, dass sie dann doch nicht nach Essen zieht, war es im ersten Augenblick natürlich ein leichter Schock. Aber wir haben dann drüber geredet und haben dann festgestellt, dass wir einfach gucken werden, was die nächste Zeit so mit sich bringt und dann mal schauen, wer zu dem anderen vielleicht demnächst irgendwann in ein paar Monaten mal in die Nähe zieht. Catherines Freund Marco lebt in Dortmund und besucht sie gerade übers Wochenende. Solange sie noch in unterschiedlichen Städten wohnen, werden die beiden wohl erst einmal eine Fernbeziehung führen müssen. Nächste Woche dreht sich bei Fitness Diaries alles um das Thema Schönheit. Adrienne verrät euch ihr Beauty-Geheimnis. Alle, die es nicht sehen können, müssen wegschalten. Bye bye Extensions. Hallo Natürlichkeit. Selbstliebe macht schön. Catherines Motto, mehr Realität auf Instagram. Wenn ich mal einen Pickel habe, dann habe ich halt einen Pickel. Sich selbst zu lieben, musste Jessica erst lernen. Ich bin nicht mehr laut wie früher und ich habe mich sehr, sehr stark verändert. Und von den Thiel-Schwestern bekommt ihr wertvolle Girl-Power-Tipps. Das ist Schönheit, Selbstbewusstsein, voll. Stärke. Ihr werdet nicht gleich aussehen wie Männer. Von mir für euch gibt es jetzt meinen Booty-Guide auf shaperepublic.com. Also, let's go. Let's do this.